Lange konnten CDU und CSU vom Corona-Notstand profitieren. Zeitweise stand die Union in Umfragen bei 40%. Doch nun scheint es, als stürzten beide Parteien ungebremst in die Tiefe. Weshalb das nicht nur mit Maskengeschäften zu tun hat und warum die SPD erneut vor einer Zerreißprobe steht, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche Kompakt. Provisionen und Spenden. Die CDU im Sturzflug. Dass Sie sich immer eine Frage stellen. Cui bono? Funktionäre ohne Wähler. Wen vergrault die SPD? Dass die SPD sich in einer Sinnkrise befindet, in einem organisatorischen, moralischen, politischen Niedergang. Brüchige Allianz. Chinas Suche nach Verbündeten. Entrüstet und empört, so reagierten CDU und CSU öffentlich auf die Maskengeschäfte ihrer früheren Abgeordneten Georg Nüßlein und Nikolaus Löbel. Die Erregung ist verständlich, denn in diesem Jahr gibt es nicht weniger als 9 Wahlen. Und dass Abgeordnete der Regierungspartei anscheinend die Hand aufhielten, ist umso peinlicher, wenn es öffentlich bekannt wird. Manches an der Affäre ist noch unklar, etwa weshalb die Meldungen über offenbar 6-stellige Provisionen gerade jetzt bekannt wurden. Eine andere Frage wird jedoch kaum diskutiert. Sind die, nennen wir es, Nebeneinkünfte in den Reihen der Union wirklich eine Ausnahme? 18. November 2020. Berlins Polizei verprügelt Demonstranten. Tausende waren auf der Straße gegen das Infektionsschutzgesetz. Zeitgleich im Bundestag. Die Koalition lobt den Machtzuwachs des Gesundheitsministers. Besonders eifrig bei der Sache Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein. Die Kleidung der Demonstranten gefällt ihm gar nicht. Draußen vor dem Deutschen Bundestag wird dieser Konflikt gerade lautstark von Demonstranten artikuliert. Warum das nur ohne Maske geht, erschließt sich mir nicht. Dabei hätte Nüßlein sicher helfen können. Wo es Masken gibt, weiß der CSU-Mann ganz genau. Und auch mit Provisionen kennt er sich aus. 660.000 Euro soll er für ein Maskengeschäft kassiert haben. Bei Fraktionskollegen Nikolaus Löbel war es wohl 250.000. Schlechte Schlagzeilen am Beginn des Wahljahres. Die Unionsparteien üben Schadensbegrenzung. Ich sage ganz deutlich vorweg, auch ganz persönlich, für uns gilt Nulltoleranz bei Verstößen gegen unsere Grundsätze, bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex der CSU. Markige Worte aus München. Doch wie glaubhaft sind die Beteuerungen? Im März 2020 kaufte Bayern auffallend teure Schutzmasken bei der Schweizer Firma Emix. In diesem Zusammenhang fallen 2 Namen. Die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier und der parlamentarische Staatssekretär Stefan Meyer bestreiten jeden Einfluss auf das Geschäft. Jedoch berichtet der Spiegel. Im März 2020 schrieb Hohlmeier schließlich für Emix die damalige bayerische Gesundheitsministerin und Parteifreundin Melanie Hummel an. Angeblich ganz unverbindlich. Bereits vorher in der Kritik. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Auch bei ihm ging es um teure Masken eines bayerischen Herstellers. Bereits im Frühjahr 2020 soll Aiwanger Desinfektionsgeräte bestellt haben für 1 Million Euro. Offenbar kannte der Minister den Vater des Unternehmens. Und wie sieht es bei der CDU aus? Die neuen Linken-Vorsitzende Janine Wissler wirkt bei dieser Frage regelrecht vergnügt. An diesem Wochenende hat die CDU in Mecklenburg-Vorpommern Philipp Amthor zu ihrem Spitzenkandidaten gekürt. Wir erinnern uns, der nicht als Landesvorsitzender angetreten ist, weil er für eine Firma lobbyiert hat und teure Reisen und Aktienoptionen dafür erhalten hat. Ganz objektiv ist Wissler wohl nicht, doch in diesem Fall liegt sie richtig. Freundlich bedacht wurde der Jungpolitiker von Adjustice Intelligence, eine US-Firma für künstliche Intelligenz. Ebenfalls früher in Diensten des Unternehmens, Ex-Minister Karl Theodor zu Gutenberg. Ein Mann mit guten Kontakten ins Kanzleramt. Zurück zu Nüßlein und Löbel. Empört über die Rafkes gibt sich Jan-Marco Lutschak, der rechtspolitische Sprecher der CDU. Im Nebenberuf Kämpfer gegen den Berliner Mietendeckel. Aus Überzeugung? Jedenfalls kassiert sein Berliner Landesverband Spenden aus der Immobilienbranche. Allein 800.000 Euro überwies die CG-Gruppe im vergangenen Jahr. Es nützt nichts für Georg Nüßlein. Er ist weg vom Fenster. Jedenfalls vorerst und mit 18 Monaten Übergangsgeld. Dabei hatte er im November noch einen wirklich guten Rat. Bei all dem, was wir momentan an Argumentation hören, wäre mir wichtig, dass sich die Menschen draußen selbst ein Bild machen und dass sie sich immer eine Frage stellen. Cui bono? Wem nutzt das? Das ist wahr. Vor allem mit Blick auf den Bundestag.
Der Kinderschutzbund Niedersachsen warnt vor den massiven Folgen des Lockdowns für Kinder und Jugendliche. Viele Familien bewegen sich jeden Tag zwischen Frust und Hilflosigkeit, sagte der Landesvorsitzende Johannes Schmidt der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wenn der Freiheits- und Spieldrang unterbunden werden müsse, sei das nicht nur für Kinder frustrierend, sondern auch für die Eltern. Schmidt weiter: Wenn das aber über ein ganzes Jahr geht, dann hat das sehr nachhaltige Folgen für das Familienleben und vor allem für die Psyche unserer Kinder. Nach der Corona-Demonstration in Wien am vergangenen Wochenende erheben Teilnehmer schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Demnach habe die Polizei mit ihren Einsatzfahrzeugen gezielt Regierungskritiker angefahren. Dies zeigen auch Aufnahmen, die kompakt zugespielt wurden. Angaben über weitere Zwischenfälle und mögliche Verletzte liegen uns nicht vor. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler erwartet einen dauerhaften Notstand in Deutschland. Wir müssen davon ausgehen, dass wir auf viele Jahre hinaus ein Corona-Regime haben werden, sagte der emeritierte Professor der Berliner Humboldt-Universität gegenüber der Heilbronner Stimme. Mit Covid-19 habe ein, so wörtlich, Jahrhundert der Pandemien begonnen. Zugleich kritisierte Münkler das Vorgehen der Politik. Zitat: Ein wohlgeordneter Staat zeichnet sich dadurch aus, dass Freiheit und Sicherheit keinen Gegensatz bedeuten müssen. Vereinbart haben, ist geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Es gibt insbesondere auch weiterhin kein milderes Mittel als konsequente Kontaktbeschränkungen in allen genannten Bereichen, um das Infektionsgeschehen nachhaltig und beherrschbar zu bringen. Eigentlich könnte Wolfgang Thierse zufrieden sein. Jahrzehntelang saß er im Bundestag, war sogar dessen Präsident. Inhaltlich fiel er zumeist mit moralischen Belehrungen oder Blockaden von genehmigten Demonstrationen auf. Doch nun ist der 77-Jährige plötzlich zur Hassfigur der Anhänger einer linken Identitätspolitik avanciert. Martin Müller-Mertens ist jetzt vor der SPD-Zentrale in Berlin. Martin, ist Thierse für die SPD der neue Thilo Sarrazin? Naja, Katrin, vielleicht kann man es so formulieren, der sittlich-moralische Verfall, den man bei der Diskussion um Thilo Sarrazin in der SPD wahrnehmen konnte, der hat sich jetzt beim Scherbengericht um Wolfgang Thierse noch einmal mit aller Pracht zur Schau gestellt. Aber nein, es sind schon zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Thilo Sarrazin war in seiner Zeit als aktiver Politiker, Finanzsenator hier in Berlin, immer ein Enfant terrible der SPD, der auch das Mittel der Provokation nicht gescheut hat, um Öffentlichkeit zu finden. Und Wolfgang Thierse ist das ganze Gegenteil. Er wurde von der SPD gehalten als eine Art Faktotum der DDR-Bürgerrechtsbewegung. Er trägt ja auch bis heute diesen markanten Bart, wenn auch etwas gestutzt. Und er geriert sich als eine Art Elder Statesman, der niemals ein Staatsmann war. Er wollte niemals anecken, sondern immer nur intellektuelle Beiträge leisten, und er hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Kritik an der Identitätspolitik formuliert, die bei jedem der verbliebenen Stammtische in SPD-Ortsvereinen wahrscheinlich Allgemeinplatz ist, und er hat nicht im geringsten damit gerechnet, was dann auf ihn einprasselt. Das merkt man ja auch an seiner völlig unsouveränen Reaktion, dass er dann einen Brief schreibt an Saskia Esken mit dem Inhalt: Hast du mich noch lieb oder soll ich austreten? Was man an dieser ganzen Debatte natürlich merkt, dass die SPD sich in einer Sinnkrise befindet, in einem organisatorischen, moralischen, politischen Niedergang. Sie wird geführt von einer Vorsitzenden, von dem ja ein SPD-Mitglied mit sehr guten Kontakten in das Haus hier hinter mir unter der Hand sagte, die sei verrückt. Ich will mir die Formulierung jetzt nicht zu eigen machen, aber sie sagt etwas aus über eine Partei, die mal eine stolze, große Regierungskraft war und jetzt im Grunde zur kleinen Partei mutiert ist. Thierse kritisierte in einem Gespräch mit der Zeit, die SPD habe große Teile der Arbeiterschaft verloren. Wahlumfragen bestätigen diesen Eindruck. Ist diese Erkenntnis im Willy-Brandt-Haus nicht angekommen oder setzen die Sozialdemokraten auf völlig neue Wählerschichten? Man sagt der SPD ja schon seit geraumer Zeit, dass sie sich von einer Arbeiterpartei in eine Migrantenpartei entwickeln will. Und das hat sie zum Teil auch sehr erfolgreich geschafft. Schaut man sich das Wahlverhalten der eingebürgerten Türken an,
Da wählen 32% oder haben 2017 32% SPD gewählt. Also das ist für die Sozialdemokraten nach wie vor eine Bank. Allerdings dieses Wahlverhalten ist unverändert, seitdem es diese Wählergruppe gibt. Es hat also weder was mit Thilo Sarrazin noch etwas mit Wolfgang Thierse und schon gar nicht etwas mit Saskia Esken zu tun. Andere Migrantengruppen, nehmen wir die Wolgadeutschen, die sind überhaupt nicht auf die SPD orientiert, die sind auf die CDU, zum Teil auf die AfD orientiert. Allerdings diese ganze Gruppe, also alle Migranten, die wahlberechtigt sind, machen 10% der gesamten Wählerschicht aus. Das heißt, damit wird die SPD sich nicht retten. Und schauen wir uns die Umfragen an, da stehen die Sozialdemokraten vor einem Jahr desaströser Wahlniederlagen, vielleicht mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz. Sie werden bei der Bundestagswahl möglicherweise auf 14% absacken. Sie werden in Berlin möglicherweise das Amt des Regierungschefs verlieren. Also wenn Sie glauben, Sie könnten sich durch eine Mischung aus Migrantenklientelpolitik und Gendersternchen noch aus der Misere retten, dann hat man sich hier im Willy-Brandt-Haus auf jeden Fall getäuscht. US-Präsident Joe Biden sorgt erneut für Spekulationen über seinen Gesundheitszustand. Bei einer Rede zum Internationalen Frauentag konnte sich Biden nicht an den Namen seines Verteidigungsministers Lloyd Austin erinnern. Austin stand unmittelbar neben Biden. Ich möchte euch beiden danken und ich möchte den former General, I keep calling him General, but the guy who runs that outfit over there. Mit über 2 Millionen Soldaten hat China die größte Armee der Welt. Doch anders als etwa die USA war das Land nie Teil einer Militärallianz. Das soll sich nun offenbar ändern. Wie aus inoffiziellen Quellen hervorgeht, bemüht sich Peking offenbar seit mehreren Jahren um ein Bündnis mit Russland. Die Begeisterung des Kremls hält sich jedoch erkennbar in Grenzen. Sie sind Partner und zugleich Konkurrenten, Russland und China. Doch nun könnten beide Länder eine neue Allianz schmieden. Dieser Bericht des Moskauer Instituts für politische und wirtschaftliche Strategien wurde kaum wahrgenommen. Dabei war der Inhalt brisant. In jedem Fall können wir sagen, dass Peking Moskau den Abschluss eines offiziellen Militärbündnisses angeboten hat. Dies habe ein Gespräch der beiden Außenminister Sergei Lavrov und Wang Yi ergeben. Hinter der Meldung des gerade erst gegründeten Instituts dürfte der Kreml stehen. Eine deutliche Warnung an den Westen. Im Februar hatte die NATO eine härtere Gangart gegen Russland und China angekündigt. Auch der aggressive Tonfall der neuen US-Regierung ist in beiden Staaten gehört worden. Denn bislang reagierte Moskau zurückhaltend auf Pekings Angebote. Ein Bündnis sei akzeptabel, aber nicht nötig, hatte Präsident Wladimir Putin im Herbst betont. Auch im Bericht heißt es: Es ist wichtig zu beachten, dass das, was passiert ist, keine plötzliche Initiative Pekings ist. Betrachtet man zahlreiche Vorstöße und Erklärungen, darunter auch der genannten Personen, wird dieses Thema fast seit 2016 diskutiert und bis 2020 gab es keine ernsthafte Annäherung der gegenseitigen Ansichten. Übersetzt heißt dies, der Kreml erwartet Zugeständnisse durch China, dann könnte ein Militärpakt möglich sein. Denn beide Staaten misstrauen sich. 2002 gründete Moskau das Militärbündnis OVKS, dem heute 9 frühere Sowjetrepubliken angehören. Das Bündnis richtet sich gegen die Präsenz der NATO, aber auch gegen Chinas militärischen Einfluss in der Region. Dagegen verlor die Shanghai-Organisation, ein Wirtschaftspakt von Russland, China und Indien, in den letzten Jahren an Bedeutung. Der wahrscheinliche Hauptstreitpunkt, sowohl Russland als auch China betrachten Zentralasien als ihr Einflussgebiet. Dort wächst jedoch vor allem die Macht Pekings. In anderen Regionen könnten beide sich schneller einigen. Seit Jahren erhöht die Volksrepublik ihr Gewicht im Pazifik und in Afrika. Der Kreml agiert vor allem im postsowjetischen Raum sowie dem Nahen und Mittleren Osten. Im Streit um die Erdgasleitung Nord Stream 2 hat die US-Regierung Deutschland erneut mit Sanktionen gedroht. Wir sind dagegen und werden das auch weiterhin sein, sagte Außenminister Antony Blinken im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses. Sein Ministerium prüfe derzeit Strafmaßnahmen gegen Unternehmen und deren Mitarbeiter, die an der Pipeline arbeiten. Einzelheiten nannte Blinken nicht. An dieser Stelle verabschiedet sich die Woche kompakt. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann abonnieren Sie doch unseren Telegram-Kanal hier unten eingeblendet. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Bleiben Sie auf jeden Fall gesund und wenn Sie möchten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.